Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Diminish Cap. Es geht wieder weiter hier im dunklen Schloss Hyrule. Ja, unser Randomizer geht langsam ins Finale. Und ja, ihr hattet mir noch übrigens erzählt mit dem Schild, dass ich den wohl erst weitergeben kann, wenn ich das Spiel durch habe, beziehungsweise Fatih besiegt habe. Aber es gibt doch noch eine Erweiterung einfach, oder kann man das wirklich erst dem Goron geben, wenn ich das Spiel beendet habe? Ich bin da gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Naja, egal, wir machen jetzt erstmal weiter. Ah ja, der Thron. Wow, Alter, voll erschrocken. Warte, Schreck am Morgen. So, ich mache den jetzt erstmal hier schön mit der Wirbelattacke. Da kommt noch eine Bombe hinterher. Ja, easy. Mit Wirbelattacke ist das ja super easy. Hä, ja, der ist einfach ein Stück zurückgerutscht. Aha. Aha. Secret. This is top secret. Zack. Ich lass mich nicht crappen von dir. So, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Laut Karte. Ah, jetzt sind wir in diesem hinteren Teil. Aber jetzt kommen wir bestimmt woanders wieder raus, hä? Ja. Warte mal. So, guck mal. Mit der Wirbelattacke lässt man die ganz easy hinter sich. Oh, jetzt zeigen sie mir hier eine schöne Schatzkiste und da darf ich gar nicht hin. Wie traurig. So, hätte ich jetzt vielleicht doch erst in die andere Richtung gehen sollen oder war das gut, dass ich hier lang gegangen bin? So. Ja, da ist eine Schatzkiste. Du-du-di-di-da-di-dai. Hey, ja, da hätte ich die Schatzkiste ja bekommen. Wenn ich da lang gegangen wäre. Also gehe ich nochmal zurück. Ach ja. Habe ich wieder dem Spiel vorausgegriffen, leider. Demnach gehen wir nochmal schnell hier rein. Und holen uns erstmal die Schatzkiste. Jo, ein Herzcontainer. Das ist natürlich sehr geil. Das heißt nämlich, wir brauchen nur noch zwei Herzteile. Sehr schön. Das ist wunderschön. Und damit fehlen uns jetzt eigentlich nur noch drei Items. Beziehungsweise der Spielschild oder Eisenschild. Ich weiß nicht genau, was da, ja, was da Phase ist. Naja. Auf jeden Fall könnte es potenziell dazu kommen, dass wir vielleicht die letzten zwei Herzteile noch finden. Dann wäre ich schon sehr zufrieden. Aber ich gehe davon aus, dass eins davon vielleicht in diesem Raum ist, wo wir die Statue für noch brauchen. I don't know. So. Weil wir brauchen die Statue und dann kommt wohl jemand und schließt uns diesen Raum auf. So, hier waren wir. Waren wir hier nicht auch schon? Weil die Dinger kann man nicht verschieben. Ich kann nur rausgehen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt kommt die Statuen hier wieder. Kann ich die irgendwie kaputt machen? Ist es möglich, diese Statuen kaputt zu machen? Bekommt man dann irgendwas? Weiß das jemand von euch? Das ist ja auch der Wahnsinn hier. Okay, ich muss da lang fliegen. Anders geht es scheinbar nicht. Dann hoffe ich mal, dass es einfach ein bisschen mit Timing zu tun hat. Ja. Okay. Gut, das hätten wir. Nervige Schweinchen. So, da geht's auch noch rüber später. Könnte schon Heinz sein, dass man da vielleicht was sprengen muss. Das erinnert mich gerade so an das dunkle Schloss Hyrule. Ja, klar. Ist ja auch das dunkle Schloss Hyrule. Nee, an das, an den Dungeon aus A Link to the Past. Weiß gar nicht genau, welcher ist denn das? Ich glaube in der Schattenwelt von Kakariko, der... Shit.
das Diebesversteck oder so. Erinnert mich gerade sehr stark daran. Mama. Shit, ey. Mann, kann die Flamme sich denn nicht andersrum drehen? Natürlich nicht, dann wäre es ja zu einfach. So, jetzt aber. Okay. So, erstmal schön alles kaputt machen hier. Alle Menschen müssen, alle Tiere müssen sterben, alle Gegner. Was sage ich hier wieder, ganz komische Sachen, die mir vorgehalten werden. Oh Gott. Naja gut, ich kann ja einfach den hier nehmen. Theoretisch, und dann passt das auch schon wieder. Guck mal, das sieht doch gut aus. Haben wir schön gemacht. So, dann machen wir hier gleich wieder den hier. Da, 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 da. Da geht's lang, da geht's lang. Okay. Da können wir doch bestimmt einen Pfeil reinballern, oder? Jo. So, weg mit dir. Und zack. Da ist auch noch ein Gang. Können alles Hinweise sein. Wo sind wir denn aktuell? So ein bisschen auf der Außenfassade unterwegs. Uns fehlen auch noch diese drei Eckpunkte da jeweils. Die uns da wahrscheinlich hier hochführen zu den Schatzkisten. Möglicherweise. Die hätte ich halt alle gerne noch. Ich gehe jetzt aber erstmal kurz hier rein. Aha. Klingt mir erstmal gar nichts, wie es scheint. Hm, okay. Dann müssen wir hier rein. Okay, Schalter aktivieren. Das ist ja eigentlich ganz easy. Zack und zack und zack und ich mach mal noch so. Aha. Dann vielleicht eher so hier. I don't know. Ja. Gut. Weiter geht es. Oh Gott. Leute. Mach doch keinen Scheiß. Kann ich mit Pfeilen abschießen? Ne, scheinbar nicht. Meine Güte, die sind ja nervig. Muss ich echt warten, bis die werfen? Okay, scheint auf jeden Fall leichter zu sein, wenn man das so macht. Okay. Perfekt, und wir haben eine Teleporter. Theoretisch könnten wir auch da schon rein. Mache ich natürlich nicht, weil sonst geht es gleich ins Finale rein. Und? Was ist los hier? Nix. Tür ist zu. Wo sind wir gerade? Okay. Dann erstmal nach oben halt. Bomben. Sollen mir diese Bomben irgendwas sagen? Da oben sind Schalter. Eieieiei, hier geht es nochmal richtig zur Sache jetzt, ne? Mit Rätseln und so weiter. Also hier kommt es so ein bisschen auf Timing an, wie mir scheint. Ich kann die gar nicht. Ja, dann mache ich mich. Verletze ich mich mal selber, oder? Ja, das war super. Nee, dann stelle ich mich drauf und lasse das explodieren einfach. Ich hoffe, das funktioniert.
Geht gar nicht. Ach so, warte mal. Ja, wie ich da einkomme, weiß ich noch nicht. Aber hier komme ich ja mit dem Greifenmantel hoch. Zack. Und dann kann ich theoretisch hier mit Pfeil und Bogen... So kriegen wir schon mal die Tür auf. So, jetzt müssen wir nur noch irgendwie... Hier durch. Kann ich jetzt einfach mit dem Schwert vielleicht kaputt hauen? Nee. Okay, andere Idee. Warte, warte, warte. Und zack. Und ich nehme nochmal Bomben. Ansonsten könnte ich mir halt auch vorstellen, dass ich diese Bomben, die hier gerade waren, brauche. Um an der Stelle weiterzukommen. Maybe. Jo, okay. Aber so geht es auch. Ja, vielleicht hätte man auch die Bomben schlagen müssen, wenn das Ding hier gerade da ist und dann wären die darüber gerannt. Hätte auch sein können. Aber so geht's auch. Okay. Schon wieder die Tür zu. Die dicken Türen hier gehen immer zu. Warum? Gibt's hier irgendein Rätsel dafür? Oder muss ich irgendwas machen? Sieht ja alles so merkwürdig aus. I don't know. Da geht's zu einer Schatzkiste und da kann ich mir noch die anderen dicken Türen angucken. Aha. Boah, das war gut. Ja, das geht eigentlich voll klar. So, die Tür ist auf. Wir können uns eine Schatzkiste holen. Und ich habe noch einen Teleporter bekommen. Ah ja, hier sind die vier Schlüssel. Alle vier. Ja, dann. Wenn es anders nicht geht. Aber das Ding... Achso, da hinten. Ah, ich sehe. Ich sehe doch schon. Ja, da ist jetzt wahrscheinlich nichts drin. Wahrscheinlich ein Rubin oder so. Das wäre so traurig. Nein, es ist wirklich die Medaille. Hey, wie cool. Ja, schön. Dann können wir das noch aktivieren. Den Herzcontainer muss ich auch noch aktivieren. Habe ich auch noch nicht gemacht. Ja, cool. Dann fehlen uns jetzt wirklich nur noch zwei Herzteile. Dann haben wir ja alles. Hey, ich bin ja richtig stolz auf uns. Wahnsinn. Ja, Teleporterhammer. Frage ist, wie kommen wir jetzt noch in die anderen Ecken und Gefilde? Na, wir haben ja hier jetzt nochmal vier Schatzkisten. Ansonsten sind wir dann auch durch. Aha. Wo kommt ihr denn jetzt her? Könnt ihr mir das mal sagen? Und seid ihr jetzt überall gespawnt? Aua. Jawohl, einer ist down. Die sind ein bisschen schneller, oder? Kommt mir zumindest ein bisschen so vor. So. Jo, die erste Tür ist auf. Also ich glaube, ich muss jetzt gegen solche Ritter kämpfen. Könnte ich mir vorstellen. Warte mal. Lampe. Ah. Zack. Tür auf. Wo sind wir jetzt? Ja, ich hoffe mal, dass ich jetzt irgendwie in den Raum da reinkomme von der Schatzkiste. Und das müssen wir wahrscheinlich in allen vier Räumen noch machen. Geister. Okay. Das war easy. Und jetzt geht's hier hoch. Ist das jetzt der Raum mit der Schatzkiste? Jo. Schön. Herzteil? Ne, Bomben. Schade. Naja, eigentlich interessieren mich jetzt nur noch Herzteile, ne? Oder halt die Erweiterung für ein Schild, aber vielleicht bekomme ich die auch nicht. Man weiß es ja nicht. So, aber wir kämpfen uns jetzt einzeln nochmal durch die ganzen Räume.
mit den großen Türen, die uns wahrscheinlich jeder zu einer Schatzkiste bringen. Ah ja, guck mal, hier kann man jetzt auch hoch. Zack. Und dann kann ich hier hinten wieder runter. Und dann kann ich hier durch. Hier war ich auch noch nicht drin, ne? Aber ja, ist auch wieder nur so ein Raum. Aber im Endeffekt ist es eigentlich nur entweder so einmal angreifen und von der Seite angreifen oder halt warten, bis er einen Angriff startet. Und dann kommt man da auch easy durch. So. Gott, was muss ich machen? Was muss ich machen? Ein Viereck. Kann ich das nicht so hin? Das geht auch so, oder? Das kriege ich so hin. Guck mal. Brauche ich gar nicht. Das brauche ich gar nicht. Perfekt. So. Schalter. Also hier geht es auch nochmal nach unten. Da waren wir ja auch noch nicht. Und hier geht die Tür auf, oder? Da gibt es überhaupt keinen Sinn. So, warte mal. Es geht nach unten. Weil ich hier runterfallen kann, oder wie? Aber kriege ich hier noch irgendwas? Nö. Hä? Okay. Erstmal Schluck Kaffee, Leute. Okay. Da ist die zweite Schatzkiste mit 5 Pfeilen. Oh, bitte lass uns doch irgendwo ein Herzteil kriegen. Ich tick sonst aus. So, also 2 Herzteile. Ich meine, wir haben ja jetzt auch die Möglichkeit, mit dieser Statue, die wir bekommen haben, dann nochmal draußen in diesen Raum zu gehen. Ne, da gibt es ja auch nochmal 2 Schatzkisten. Theoretisch. Oh shit. Wieder 2 hier. Theoretisch ist da auch was drin. Aber die sind ein bisschen schneller unterwegs. Guck mal, die sind so. Richtig am Rumflitzen hier. Also zumindest der eine war am Rumflitzen. So, tschüssi. Du, 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 di, da, da. So, ach nö. Hier kann ich resetten. Aber, wie gesagt, ich bin die Dinger ja schon gewöhnt aus. Was war denn das für ein Game? Oracle of Ages? Und Seasons, oder? Da haben wir die Dinger, glaube ich, auch. Und hier wieder Geister. Jetzt haben wir immer nur ein Geist, der der Hauptgeist ist, scheinbar. Jo, Tschüssikowski. Was haben wir hier hinten noch? Nix. Gut, das läuft doch gar nicht mal so schlecht. Hier geht's auch wieder nach unten. Warum geht's hier nach unten? Okay, Items auffüllen scheinbar. Nehmen wir mal mit. Und der Part ist auch gleich zu Ende, meine lieben Leute. Und hier kriegen wir die dritte Schatzkiste mit 30 Pfeilen. Yay, juhu. Ja, ich denke mal, es könnte sein, dass im nächsten Part vielleicht schon ein Finale ist. I don't know. Maybe. Maybe. Ich weiß nicht genau, wie groß das Schloss hier noch ist. Wir können ja noch mal kurz gucken. Nö, da ist eigentlich nur noch ein Raum dann. Hm. Ich glaube, Finale könnte kommen. So, machen wir den einen Typi noch. Achso. Ja, da kann ich einfach rüberhüpfen jetzt, ne? So. Aber. Sei doch nicht so. Der ist ein bisschen tankiger. Oh, was war denn das hier für ein Wirbelwindschlag? Ha? Du, 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 du. So, tschüss. Und wie es dann weitergeht im nächsten Part, das erfahrt ihr im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren und dann kommt vielleicht im nächsten Part auch schon das Finale.
also maximal noch 2 Folgen, dann ist es auf jeden Fall vorbei. Bis zum nächsten Mal, euer Zelda-Junge. Tschüssi.